Hallo und herzlich willkommen zur 25. Episode von Pathfinder Kingmaker. Wir befinden uns wiederholt beim Hirschkönig, sein Anwesen mehr oder weniger, das seine Basis. Ja, und werden ihn hoffentlich diesmal schlagen können. Wir werden sehen. Aber ich werde diesmal noch auf jeden Fall, bevor wir ihn direkt angehen, auf der Seite das machen. Vielleicht hilft das auch noch ein bisschen. It is done. Let us try it once. I need inspiration. Alchemismus fast We das erste sterben. Sterben. Das muss ich mal aufheben. Wahrscheinlich habe ich. Oh ja, ich habe gespeichert, aber leider noch nicht. Ein aktuell Let's Play. Okay, die muss man nach Möglichkeit rauslocken, weil da kommen sehr viele. Offenes Gelände. Gut. Wir werden das nochmal probieren. Überhaupt vielleicht gleich hier herstellen, vielleicht helfen mir die. Ich glaube es zwar nicht, aber vielleicht. So. Du bist What sehr schnell. Want? Ja, kommt nur schön nach. Repent! Du gehst nach hinten. Lindsay. Let us strike as one. Wie könnt ihr noch nicht treffen? Won't kill me. What? Habt ihr das gesehen? War der Moon? Was ist das? Ist das ein Bug oder was? I'll survive.
I always survive. Do not falter. Was ist denn das gewesen? Magic Missile hat ihm keinen Schaden gemacht. Serves you right. I always survive. Ja, schau. Das ist doch, das ist wie Cheat. Lost. Alter, was ist das? Sorry, dass ich mich so aufregen muss, aber ich hasse das, wenn ein Spiel buggt. Und das war eindeutig ein Bug. Es hat keinen Schaden genommen. Ich habe mir noch gedacht, meine Kämpfer sind scheiße, aber dann, wenn ich mal Magic Missile keinen Schaden machen, gar nichts, nichts anzeigen, dann hat sie ja was. This is my path. So. Hol nochmal. Eigentlich war die Taktik gut. Blood for Gorum! Lol, jetzt war sie zu schnell. Sir, can you make an epic pose? I need inspiration. Ja, auch wenn ich jetzt sterbe, jetzt ist es kurz vor dem Prüfen. Mir ist jetzt egal, ob ich gerade sterbe. Das ist komisch. Das schon. Was ist da los mit diesem Spiel? Jetzt treffen plötzlich null Schaden jedes Mal. Was ist denn da jetzt? Das muss doch möglich sein, diese Taktik. Das regt mich auf, sowas. Plötzlich trifft keiner mehr. I need it. Blood for Gorum! We can do it! Na, endlich treffen sie wieder. Repent! Ich könnte kotzen! Macht ihr jetzt so lange, wie ich das schaffe. Ist mir scheißegal, ob das jetzt ein scheiß Video ist oder nicht. Das kotzt mich an, sowas. Was ist denn das? Gut, ich habe jetzt nicht auf die Lebensenergie geachtet, aber ich bin auch so pissed auf dem Vor, dass sie da unverwundbar waren. Warum auch immer. Blood for Gorum! Consider me provoked. Sehr schön.
Endlich mal so gesehen, sorry. Running won't help you. So. Alchemist, bitte jetzt nicht wieder unwohnbar sein. Schon wieder, er ist unverwundbar. Allergiegreif. Wasserschöpfen. Fischer. Können wir vielleicht fliehen? Das ist ein Bug. Repent. Aha, jetzt kann ich es wieder treffen. Das ist immer noch jede Menge Filmfrage, aber jetzt kann ich ihn treffen. Boah. So knapp. Aber jetzt haben wir zumindest mal ein paar ausgeschaltet von der Seite her. Oh, sogar nicht schlechte Sachen dabei. Wir werden Rassen wieder gehen. Und dann einen nach dem anderen hier aufknüpfen. Ich möchte nach Möglichkeit alles gekillt haben, bis kurz vom Hirschkönig. Ah, jetzt habe ich wieder nicht Octavia, eingestellt, why do you always primp dass your die hair, huh? Mitwache hält. What the hell do you need to? Where are you going to charm here? Trolls or something? Everyone has their little weaknesses. I like to look pretty. I didn't get a chance to do it much in the slave camp. Sehr schön. So, dann werden wir mal weiter auf der rechten Seite da reinfallen. Nochmal speichern, damit ich das nicht nochmal laufen muss. I did as you asked. Nett. Ready and willing. Du eine Magic Missile. You down better ones. Sehr gut gemacht. Okay. Ah, won't work. Was war das jetzt?
Warum ist jetzt Nacht? Magische Glyphe. Done and done. Nice, einen magischen Umhang. Wie schön, wollten die Banditen hier schwere Befestigungen errichten. Und vielleicht ist das ein Vorteil, jetzt wo es Nacht ist, können wir vielleicht besser agieren. Resistenzumhang plus 1. Keinen Umhang hast du auf jeden Fall. Wäre es interessant, ob man einfach die nacheinander pflücken könnte. Ich werde das Ganze jetzt mal speichern und probieren, ob man die vielleicht mit Magic Missiles holen kann. Okay, man kann. Hier läuft alle hierher. Okay, weil es ist so ein Umweg laufen müssen. You can count on me. Sehr gut, einen nach dem anderen aufknüpfen. No stopping now. Here, what's that? Der Ort, für den die Banditen für ihre Festung gewählt haben, ist wie geschafft für die Gründung einer Stadt. Er lässt sich gut verteidigen und ist gut geeignet, um dort zu leben und zu handeln. Oh, da kann man rauf. Ah, das ist toll. Magische Brüche. Puh, ich weiß noch nicht, wie ich das genau machen soll. Ich würde gern noch ein paar rauslocken, wenn es irgendwie geht. I won't let you down. Who will prevail? Does it matter? Boah, da kommt der ganze Marsch angelaufen. Vielleicht hätte ich vorher mich... rasten sollen. Ja, wir probieren es jetzt einfach mal mit einem... Like a strike is one! Ida! This won't kill me. Ouch.
I die free. Okay, aber das ist auf jeden Fall schaffbar. Nur halt, entweder ich raste nochmal, aber es war eigentlich auch Pech, dass natürlich gleich wieder tot ist, komplett. Okay. So, dann könnte ich mich eventuell so rumschleichen. I'm not afraid. Gehen wir noch ein bisschen runter, habe ich mir gerade gedacht. Die Bogenschützen gefallen mir gar nicht. Okay, du hast eigentlich alles verbraucht. Mach mal Magic Missile. Du mach. Ja, setz es. You deserve it! Won't kill me! I always schön. Wann gibt man das der Kleriker? Tear them apart! Let us strike as one! We can do it! Sehr gut. So. Na, Schneeball, nicht du fetzt den mit deinen Dings voll rein. Consider me provoked. This is for you. Any last wishes? Survive. Do not falter. Yes, won't kill me. Yes, sauber. Wir räumen die Bude aus hier. Oh, wir haben Level-Abzüge gemacht. Das ist natürlich jetzt mächtig.
Jetzt mal schauen, überlastet bin ich eigentlich noch nicht. Okay, wir sind jetzt natürlich nicht mehr besonders schnell. Na gut, dann machen wir das Level Up mal. Oder warte mal. Ja, wir werden vorher uns zurückziehen. Sicher. Leider sind wir jetzt auch nicht so schnell. Jetzt ist echt die Frage, ob wir eventuell Sachen ablegen sollten. Damit wir so schnell als möglich sind. Okay, leicht schaffen wir es so oder so nicht. Waren sie mir zumindest so schon wieder ein bisschen besser. So, speichern wir mal. Also können wir jetzt vielleicht von der Seite rein und können direkt gegen den Hirschkönig gehen. I stand ready. So, mein Lieber. Kämpfer Stufe 5. Athletik und Wissenwelt. So, was bekommst du diesmal? Ich hab schon 4 Rüstung. Das bringt blitzschnelle Reflexe. Okay. Bedrohliche. Das ist ja komisch. Kernschuss wieder für Waffen, Langschwert. Kann ich besser mit Langschwert kämpfen, ja? Dachte, das hätte ich schon, aber wenn ich das noch nicht habe, nehme ich das natürlich. Das macht Sinn. Sehr gut. Hier. Mehr Lebensenergie ist immer gut. So, auch du. Hier ist natürlich die Frage dann. Wow, 4 ordentlich Trefferpunkte. Jetzt glaube ich ein Bastardschwert. Mehr das Bastard wird. Ja, hoffentlich bekommen wir mal ein magisches. What you want? I'm listening. Wow. Das soll sich wirklich aus, dass ich dann noch mein Level abgegangen habe vor dem Kampf. Ist toll. So. Barbar Level 5. Waffenfokus. Bardiche. Weil kann ich da vielleicht ihre Waffe nehmen, aber gibt's ihre Waffe überhaupt? Gibt's, glaube ich, gar nicht dieses Riesenschwert. Exotisch vielleicht heißt das. Ja. Obwohl es mir vorschlagen würde. Zusätzliche Kampfrausch, was bringt das? Vorteil, du kannst Kampfartikel 6 Runden Länge einsetzen. Unverwüstlich, was ist das? Umgang mit exotischen Waffen. Doppelklinge. Duellschwert. Okay.
Unverwüstlich. Unverwüstlich ist besonders schwer, dich zu töten. Wenn du deine Gesandten unter Null siegten, du aber nicht getötet wirst, kannst du noch eine Runde weiterkämpfen, als wirst du kampfunfähig. Das ist. Ja, das ist eigentlich, das passt zu ihr. Oh, die hat auch ordentlich Lebensenergie dazu bekommen. Super. Grotus awaits us. So, dann mein Priester. Harim. Jawohl, neue Spells. Religion und Wahrnehmung. So, was bekommst du? Mächtiger Zauberfokus. Wähle einen Energietuber, den du bereits als Talent Zauber hinzugefügt. Alle Zauber dieser Schule, die du wirkst, kann du nur sehr schwer widerstanden werden. Okay. Zauberspezialist, wähle einen Zauber, wirkst du diesen Zauber, ist er mächtiger als normal. Okay, kann er leider nicht. Waffenfokus. Zauberfokus. Habe ich hier schon ausgewählt. Leichter Streikkolben. Gib ihm den leichten Streikkolben. Yeah! Monster. Bei Raffen 3, wir könnten irgendein spezielles Monster. Tote beleben. Kann kurieren. Schwere Wunden heilen. Noch mehr heilen. Gebet. Das wäre auch nochmal ein Bonus. Magie bannen. Mit Magie kannst du einen auf eine Kreatur bewegten Zauber dann breit. Wilden Position beenden. Na gut, das wird jetzt nicht. Aber wir könnten einmal Gebet nehmen. Einmal schwere Wunden heilen. Domänenplätze. Ah! Giban oder Wut? Wut mit dem Zauberbelegte erhaltene Moral sehr stärker und kann. Genau, Magie bannen. Schutzverordnung. Ziel erhält einen Angriff. Schutz ist besser. Und da. Schutzverordnung. Du übernimmst die Kontrolle über das Skelett der anwesenden lebenden eine Kreatur, deren Skelett in ihren Körper erbebt. Von Schrecklingen schon das Ziel erleidet 3 bis 6 Schadenspunkte zu werden. Wow! Da kann er Schaden machen. Super! Nicht schlecht. Lindsay! Hello, baby. Bade. So. Tricks. Heimlichkeit habe ich hier gar nicht gegeben. Wissen kann er es halt zeigen. Yep. Präzisionsschuss. Kannst Gegner im Nahkampf ohne den üblichen Malus von minus 4 auf den Angriff mit Fernkampf davon attackieren. Okay, das wäre cool. Cool wäre auch, wenn sie noch besser mit ihrer Armbrust wäre.
Okay, wir nehmen einen Präzisionsschuss. Der Stufe 2 kann anscheinend einen neuen Zauber dazu. Eigentlich müsste ich einen dritten Zauber und Level 3, aber vielleicht ist Bade kein Mage, ist das anders. Sie könnte heilen noch ein bisschen. Ja, warum nicht? Heilen finde ich okay. Stufe 1. 0 kann sie leider nichts verbessern. Okay, na immerhin. Heilen dazu. Und last but not least. Ready and willing. Die Octavia. Magierschulke, so. Ah, es geht sich leider kein Level 5 Spell aus, weil es die Magierschulke ist. Das brauchen wir, wir brauchen auch. Ah, wow, die ist ziemlich stark. So. Na, wir wollen kein hinterher mächtiger Zauberfokus. Oder nur Zauberfokus. Universalist dazu. Okay, so. Okay, ich kann anscheinend entscheiden, wo ich das dazu haben will. Zumindest sieht es so aus. Bären aus der Bullenstärke. Spinnennetz, Algen. Also könnte ich sie festhalten, aber das ist halt in dieser Flammenbogen. Hat sie 6 zu Pool zu Ausspruch. Wäre auch nicht uninteressant. Berührungsgriff. Man, Spinnennetz wäre schon cool für gewisse Sachen. Wir nehmen es mal auch, wenn wir es jetzt nicht verwenden können. Ja, sehr cool. Hoppla, sorry. Das hat sich auf jeden Fall ausgezahlt. Dann müssen wir jetzt auf jeden Fall mal schlafen. It is done.
So, verwalten. Jetzt stellen wir das auch gleich ein. Du kommst zur Wache dazu. Ah, okay. Your religion is insane. How could you pray to someone who wants to kill us all? Grotus does not want anything. This pathetic world will come to an end one way or another. My God just patiently waits for that day. His path is patience and humility in the face of the inevitable. Sehr gut. So, dann können wir vielleicht die Zügel von der Flanke reinfallen und das anschauen. Zumindest mal mit dem Unsichtbaren zum Beispiel. Müssen wir schauen. Geh mal hier vor. Das sehen wir aber erst in der nächsten Episode, weil wir sind schon gut drüber, aber es war's wert, denn wir haben gelevelt. Ja, ich hoffe, wir sehen uns in der nächsten Episode, wo wir jetzt wahrscheinlich wirklich den Nischkönig töten werden. Außer es lauern da noch irgendwelche im Schatten, die ich nicht kenne. Bis dahin, ich wünsche euch was, euer Knubson, bye bye.